In den letzten 2 Tagen hat so mancher von euch in den Kommentaren unter den Videos schon wirklich massiv darüber diskutiert, was denn eigentlich mit dem A340 der Bundesregierung auf dem Weg nach Argentinien los war. Und erst wollte ich da gar kein Video drüber machen, weil es auch nicht wirklich klare Informationen zu dem ganzen Thema gibt. Aber es scheint so viele von euch zu interessieren, dass wir uns doch mal darüber unterhalten sollten, was denn mit dem A340 von Frau Merkel da am Donnerstag los war. Und um das ganze Video dann auch wirklich ein bisschen interessanter zu machen, dachte ich mir, wir nehmen das Thema mal zum Anlass, um uns mal darüber zu unterhalten, was denn bei einem Airbus, also bei dem Flugzeug, das sich mit einem Sidestick fliegen lässt, und der als fliegender Computer gilt, was bei diesem Flugzeug abgeht, wenn da die Elektrik immer weiter Stück für Stück versagt. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, ich wünsche euch allen schon mal einen richtig schönen Sonntag. Jetzt aber erst einmal zum Fall von Donnerstag. Da war nämlich Frau Angela Merkel, die Bundeskanzlerin von Deutschland, mit ihrer Delegation, unter anderem zum Beispiel auch mit Herrn Olaf Scholz, auf dem Weg nach Argentinien zum dort laufenden G20-Gipfel. Dort kommt sie mit dem Flugzeug hin, und zwar mit ihrem Regierungsflugzeug, dem Airbus A340, aus der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Dieses Regierungsflugzeug trägt den Namen Konrad Adenauer, ist ein A340-300, der seit dem Jahr 2011 für die deutsche Bundesregierung unterwegs ist. Vorher war der im aktiven Linienbetrieb der Lufthansa unterwegs. Und dieser A340 kann mit etwas mehr als 140 Passagieren knapp 14.000 Kilometer weit fliegen. Und er bildet zusammen mit dem Schwesterflugzeug, einem weiteren A340-300 mit dem Namen Theodor Heuss, die VIP-Langstreckenflotte der Flugbereitschaft. Am Donnerstagabend war diese Maschine jetzt also mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an Bord auf dem Weg nach Buenos Aires, nach Argentinien zum G20-Gipfel. Und kurz nach Passieren der Niederlande, gerade über der Nordsee, trat an Bord wohl ein ziemlich schwerwiegendes Problem auf. Dabei fielen wohl, das kriegt man jetzt so von der Flugbereitschaft gesagt, einige wichtige Systeme des A340 aus. Welche Systeme ganz genau an dieser Stelle jetzt da betroffen waren, das wird uns wahrscheinlich so schnell erstmal niemand sagen. Man versucht zwar mit dem ganzen Vorfall so transparent und ehrlich wie möglich umzugehen, alles andere wäre aber auch nicht richtig und ja, die Medien würden das Ganze wahrscheinlich noch viel mehr ins Lächerliche ziehen, als sie es eh schon tun. Aber man hält sich trotzdem natürlich sehr damit zurück und versucht nur so wenig über das Ganze preiszugeben, wie man halt eben gerade muss. Damit möchte ich eigentlich nur sagen, dass wir halt nicht dabei waren und nicht ganz genau wissen, was da wie, wo, wann ganz genau exakt passiert ist. Das sagt uns auch leider niemand, aber ist ja auch okay so. Deswegen müssen wir das ganze Thema schlicht und einfach etwas allgemeiner betrachten. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Und trotzdem versuche ich mal die Informationen, die man zu diesem Thema jetzt aktuell bekommen kann, die von der Flugbereitschaft so veröffentlicht wurden, die mal so ein bisschen zu sortieren und mal darüber zu sprechen, wie ein Airbus A340 mit einem mehrfachen Systemausfall selbst umgeht, wie der Flieger das selbst handelt, sich selbst schützt und warum man an dieser Stelle dann mit dem Airbus A340 umgedreht ist, obwohl man mit Frau Merkel sicherlich eine Person an Bord hat, die wahrscheinlich Besseres zu tun hat, als ihre Zeit mit unnötigen Rundflügen zu verschwenden. Und um an dieser Stelle jetzt nur mal einen ganz groben Überblick von der Elektrik des A340 zu bekommen, schauen wir uns schlicht und einfach mal das Overhead-Panel des Flugzeuges an. Denn dort gibt es, sortiert wie bei jedem anderen Airbus-Flugzeug auch, einen Bereich für die Elektrik des Fliegers. Dieser Bereich sieht bei einem A340 natürlich ein bisschen anders aus als zum Beispiel bei einem A320 oder einem A350, aber es bleibt das gleiche Prinzip. Es ist die Elektrik des Fliegers runtergebrochen auf das, was der Pilot immer in greifbarer Nähe haben sollte, um entsprechende Systeme ein- und auszuschalten, um sie zu umgehen, um sie zu reaktivieren oder was auch immer damit zu tun. Wichtige Info dabei vorweg, das ist ein Airbus A340. Bedeutet, dieses Flugzeug wird über eine Fly-by-Wire-Steuerung geflogen. Und das wiederum bedeutet einfach nur, dass es keine mechanische Verbindung zwischen Sidestick und den jeweiligen Steuerflächen des Fliegers gibt. Was wiederum bedeutet, dass das Flugzeug zum Fliegen auf jeden Fall etwas Strom benötigt. Beim A340 kann lediglich das Seitenruder und das Höhenruder noch manuell über Seile angesteuert werden. Das ist aber auch nur bei der 200er und 300er Version des A340 so. Bei den moderneren Varianten hat man auch diese Seile dann komplett aus dem Flugzeug rausgenommen. Damit so etwas wie gerade beschrieben sicher funktioniert, kann, sind alle relevanten Systeme redundant ausgeführt.
Das ist eigentlich auch schon das Zauberwort des Ganzen. Computer und Systeme gibt es, wenn sie relevant sind, alle mehrfach. Sie sind in mehrfacher Ausführung vorhanden und fällt eines davon aus, dann kann ein zweites System, mindestens ein zweites System, wenn nicht sogar noch ein drittes oder ein viertes System, das erste ausgefallene, im Idealfall so bis zu 100% ersetzen. Das macht das Fliegen auch mit einer digitalen Steuerung wie hier im A340 vom Ding her sehr sicher. Zum Beispiel gibt es in einem A340, aber genauso auch in einem A320 drei voneinander unabhängige Hydrauliksysteme. Die sind zwar alle für unterschiedliche Dinge zuständig, aber das eine kann hier und da gewisse Aufgaben vom anderen übernehmen, beziehungsweise das andere System sogar komplett ersetzen. Tja, oder es gibt beim A340 einfach vier Triebwerke. Auch das hat tatsächlich etwas mit Redundanz zu tun. Also Frau Merkel saß hier vom Ding her schon mal in einem sehr sicheren Flugzeug. Der Blick auf das Overhead-Panel des A340 verrät uns, wie eben schon angedeutet, an dieser Stelle jetzt ein paar wichtige Informationen, die man sonst noch gebrauchen könnte. Hier sieht man, es gibt vier Triebwerke und an jedem dieser vier Triebwerke hängt ein IDG und ein GEN, was auch immer das bedeutet. Das eine davon scheint besonders wichtig zu sein, immerhin ist eine rote Klappe über dem Knopf, damit man nicht einfach aus Versehen mal draufdrücken kann. Erste Erkenntnis daraus ist, an jedem Triebwerk hängt auch ein Generator. IDG steht dabei für Integrated Drive Generator. Und GEN bzw. GEN steht einfach für den Generator als solches. Drückt man diesen Knopf, dann schaltet man den Generator schlicht und einfach ab. Drückt man den Knopf IDG, dafür muss man diese rote Klappe öffnen, dann trennt man tatsächlich mechanisch den Generator vom Triebwerk und dieser läuft dann nicht mehr mit. Es bedeutet also wiederum, allein durch seine vier Triebwerke hat der A340 schon mal vier sehr kraftvolle Generatoren für die Stromversorgung zur Verfügung. Und jetzt wird es spannend, was passiert denn, wenn einer davon ausfällt? Wichtig dabei ist jetzt, das gilt so nur für den Airbus A340. Fällt nun einer der zwei Generatoren an einer der beiden Tragflächen, also so kann man das sich quasi vorstellen bei diesem Overhead-Panel, da ist einmal der linke Bereich mit 1 und 2, einmal der rechte Bereich mit 3 und 4. Jetzt überlegt man sich einfach, an einer Tragfläche fällt jetzt also ein Generator aus. Dann wird er durch den anderen noch verfügbaren Generator an derselben Tragfläche ersetzt. Das funktioniert auch dann noch, wenn an der anderen Tragfläche gleichzeitig ein zweiter Generator ausfällt, dann wird auch der von dem dort noch laufenden Generator an derselbigen anderen Tragfläche da ersetzt. Das bedeutet, jetzt hat man quasi eine Situation wie beim A330, links einen Generator an der einen Tragfläche, rechts einen an der zweiten Tragfläche. Fallen jetzt an einer der beiden Tragflächen beide Generatoren aus, aus welchen Gründen auch immer, weil zum Beispiel beide Triebwerke ausfallen, dann werden diese beiden ausgefallenen Generatoren durch den äußeren der anderen Tragfläche ersetzt. Und erst dann wird es richtig spannend, denn erst wenn drei Generatoren ausfallen, dann muss der Airbus A340 seinen Strom auch aus einer anderen Quelle beziehen. Zum Beispiel von der APU, von der Auxiliary Power Unit. Das bedeutet, erst wenn in diesem ganzen Konstrukt aus vier Triebwerken mit jeweils einem Generator drei Generatoren ausfallen, dann muss der A340 erst auf die nächste Stromquelle in dieser Kette zugreifen, was dann die APU ist, die dann auch während des Fluges, wo sie normalerweise ausgeschaltet ist, die kann dann auch von dem Piloten schlicht und einfach gestartet werden und der dort angeschlossene Generator ersetzt dann die drei fehlenden an den Tragflächen. Das Interessante daran ist, bis zu diesem Zeitpunkt kann der A340 das alles selbst entscheiden und durchführen, von welcher Quelle er dann wirklich Strom benötigt, von welcher Quelle er dann den Strom bezieht. Erst wenn er dann nicht auf die APU und den dazugehörigen Generator zugreifen kann, wird es ein bisschen komplizierter. Denn mit drei ausgefallenen Generatoren an den Triebwerken bricht dann die Versorgung von Systemen mit Wechselstrom, mit Blick auf das Overhead-Panel wieder, von einer der beiden Tragflächen aus zusammen. Aber selbst dann kann ja, und wir nehmen uns wieder das Overhead-Panel zur Hilfe, in Anführungszeichen die zweite Tragfläche das übernehmen, was die erste Tragfläche nicht mehr liefern kann. Erst wenn jetzt alle fünf Generatoren ausfallen, über die wir eben die ganze Zeit gesprochen haben, also die vier Generatoren der Triebwerke und der eine Generator der Auxiliary Power Unit, dann muss man einen weiteren Schritt in der Kette gehen und dann kommt man zu einem Knopf, an dem Emergency Generator dran steht. Dieser hängt dann am grünen Hydrauliksystem des Fliegers, also an einem der drei voneinander unabhängig laufenden Hydrauliksysteme des Airbus A340. Und an diesem Hydrauliksystem hängt dann wiederum die sogenannte RAT, die Ram Air Turbine, also dieser Propeller, der dort aus dem Flugzeugrumpf ausfährt. Und dieses System, was dahinter steckt, ist schon somit eine der letzten Versicherungen, die man dahingehend noch hat. Und was ich euch mit diesem ganzen Zeug jetzt sagen möchte, ist, dass man sich selbstverständlich in einem solchen Flugzeug darum gekümmert hat, dass
ein Komplettausfall der Elektrik in einem A340, dass das nahezu unmöglich ist. Denn es gibt so viele Punkte in dieser Kette und der A340 geht selbstständig immer zum nächsten Punkt und holt sich den entsprechenden Strom, den er für die zum Fliegen relevanten Systeme braucht. Das geht so lange weiter, bis er irgendwann bei den zwei Batterien ankommt. Und tatsächlich lässt sich auch der Gleichstrom, den diese beiden Batterien liefern, für die entsprechenden Systeme in Wechselstrom umwandeln. Es ist aber natürlich völlig klar, dass am Anfang dieser ganzen Kette, die wir jetzt eben aufgestellt haben und die wir jetzt eben durchgegangen sind, dass dem Airbus da am Anfang natürlich viel mehr Leistung zur Verfügung steht, die er für entsprechende Systeme nutzen kann, als am Ende, wo er vielleicht nur noch die Ram Air Turbine zur Verfügung hat. Somit entscheidet der Airbus beim Durchgehen dieser Kette ebenfalls völlig selbstständig, welche Systeme er in welcher Reihenfolge wie abschaltet. Das beginnt damit, mit dem Verlust des ersten Generators, dass zum Beispiel Teile der Bordküche nicht mehr nutzbar sind. Und das geht dann weiter über entsprechende Systeme, die einem nicht mehr zur Verfügung stehen, zum Beispiel die Autoland-Funktion. Oder aber das geht zum Beispiel weiter über den Verlust der Funktion zum Spritablassen beim A340. Und das war beim Regierungsflieger am Donnerstagabend halt eben auch so. Und das geht dann immer so weiter, bis im Cockpit zum Beispiel nur noch 3 Bildschirme von den 6 großen da genutzt werden können. Die Flugbereitschaft meldete sich zu diesem Vorfall ja bereits zu Wort und erklärte dort auch, dass man bereits mit den Untersuchungen an dem A340 begonnen hatte und dass wohl diese Möglichkeit des automatischen Durchschaltens von einem Punkt der Kette zum nächsten zwischen verschiedenen Stromquellen, das hat der A340 wohl so nicht mehr selbstständig gemacht. Und dieses Umschalten zwischen den entsprechenden Stromquellen, so wie wir das eben durchgegangen sind in der Kette, das konnte auch von den Piloten nicht mehr manuell durchgeführt werden. Das lässt darauf schließen, beziehungsweise lässt es diese Ansage von der Flugbereitschaft quasi vermuten. Wie gesagt, es gibt keine ganz genauen Informationen dazu, sondern es ist nur eine Vermutung. Aber das könnte bedeuten, dass der Regierungs A340 da am Donnerstagabend irgendwo in dieser eben von uns beschriebenen Kette, dass der da irgendwo an einer Stelle hing und gewisse Funktionen und gewisse Systeme deswegen nicht mehr verfügbar waren und auch von den Piloten nicht mehr wirklich reaktiviert werden konnten. Das Problem nimmt man ganz sicher nicht mit aufs offene Meer, deswegen kehrte das Flugzeug auch wieder um. Zum Beispiel verlor man wohl auch die normalen Kommunikationsmöglichkeiten mit der Flugsicherung, was die Piloten dann über den Transpondercode 7600 der Flugsicherung mitteilen mussten. Die Maschine kehrte also jetzt wieder um, flog dann nach Köln-Bonn, wo eine Landung mit Übergewicht auf der knapp 4 Kilometer langen Bahn nicht das große Problem war. Lediglich eine Bremse des A340 überhitzte dabei wohl und ja, die Bremsen mussten dann von der Feuerwehr gekühlt werden. Alles nicht weiter schlimm. Bundeskanzlerin Merkel reiste dann bereits wenige Stunden später am frühen Freitagmorgen nach Madrid und flog dann mit einem ganz normalen Linienflug von Madrid aus nach Buenos Aires. Eigentlich eine ganz interessante Sache und das funktionierte wohl auch noch mit gerade so ausreichender Pünktlichkeit. Vielmehr ist das Ganze jetzt wieder eine unangenehme Imagegeschichte für die Flugbereitschaft. Aber das muss es eigentlich gar nicht sein, denn technische Probleme können auftreten und wenn das die Rückkehr eines Flugzeuges bedeutet, dann ist das nun mal so. Denn Sicherheit steht glücklicherweise ganz oben auf der Liste, auch wenn Merkel vielleicht sehr, sehr wichtige Termine hat. Und in diesem Sinne, damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Elektrik beim A340 geben und wie lang diese Kette ist, die das Flugzeug automatisch durchgeht, um ein sicheres Fliegen zu ermöglichen und bevor da wirklich dann irgendwann mal Ende ist. Tja, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Euch allen noch einen entspannten Sonntag. Bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.